Jetzt kann ich mal gucken, was ich hier so brauche. So. Großmeister Flammenrune zum Beispiel. Fortgeschrittene Runenherstellung brauchen wir. Und dafür braucht man zwei Flammenrunen des Meisters. Das ist echt doof. Und die muss man dann zusammen ätzen. Das heißt, man muss dann alles andere davor auch noch machen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen sehr viel Aufwand für so eine einfache Sache. Wie eine Ihr Rüstung oder glaubt, ein dass eure Schild. Vorfahren unsterblich waren, oder? Ich glaube es nicht. Es ist die Wahrheit. Das stimmt. Und woher wisst ihr das? Warum sollten unsere Ältesten lügen? Ja, warum? Stimmt, nicht gerade Unrecht. Es könnte sein, dass das nur eine Lüge ist. Es gibt tatsächlich Elfen, die sehr, sehr lange lebten. Leben. Okay, irgendwann wird er uns das sagen. Jetzt müssen wir erstmal weitergehen. Zum nächsten größeren Ort. Mal sehen, ob wir noch einen Händler treffen auf dem Weg. Ja, scheint nicht so. Aber jetzt geht's erstmal auf. Das ist eine Notiz. Ist das nur der eine? Okay. Von mir aus, dann kriegt der eine eben richtig was ab. Ich dachte, das ist erledigt. Okay, bleib du mal kurz stehen. Naja, dann eben nicht. War irgendwie klar, dass er dann getroffen wird. Okay. Der Typ ist aber ganz einfacher Gegner. Was sollte das denn bedeuten? Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Ich glaube nicht, dass ich so da hochkomme. Ah doch, hier, außenrum muss ich gehen. Wow. Hier. Achso, das ist ja das, was von die uns erzählt haben. Jetzt trainieren wir ein bisschen. Was, ihr beide seid auch gegen mich? Na, okay. Ein Henker. Was muss er schlagen? Zack, Pfeil der Zeit. Ach, na gut, dann greife ich ihn neben an. Bum, bum, bum. Und das war's für ihn. Tada! Der Sieg ist unser. Bin schon unterwegs. So, was sagt die Notiz hier? Genau das geschieht mit dreckigen Ehebrechern. Na super. Natürlich. Eine Kle Was? Habe ich Was jetzt liegt echt an? eine Kleidung gekriegt? So, er kann meine Spinne beschwören. Oder wartet. Ein Bär ist besser. Ich mag das Geräusch, was die Spinnen machen, nicht. Sind mir zu laut. Ganze drei Taktikfelder haben wir erhalten. Weil der Bär auch welche hat. Ja. Okay. Hier kommen wir sicherlich nicht runter. Okay, wir müssen wahrscheinlich einfach nur ganz außen rumlaufen. Das ist kein Problem. Ist auch schön, dass wir jetzt Ich so bin viele mal eine Gefährten haben Treppe können. heruntergefallen und sie sah genauso aus wie diese Treppe hier. Das ist keine Treppe, das ist eine sogenannte Brücke. Ist zwar ähnlich, aber nicht das gleiche. Herr Mein Hass Trollköpfe. hat meinen Verstand nicht verdrängt. Wow, sie spricht mit mir und das freiwillig. Fangen jetzt etwa auch Nugs an zu fliegen? Vergesst es. Entschuldigt. Ich konnte nicht widerstehen. Die Menschen und ihre unkontrollierbaren Bedürfnisse. Ach, er wollte doch nur einen Witz machen. Warum muss sie es immer so ernst sehen? Komme ich da nicht ran? Aber so. Lavaschwall. Das ist super für Ogrin. Längst begrabene Vergangenheit. Nach Unterlagen über Darren Lyle. Darren Lyle Schreiben haben wir da. Wie häufig wir nach Amaranthine gehen müssen. Ist unglaublich. Aber naja. Was soll's. So, welche Richtung?
Ich denke mal, das hier ist einfach nur eine Ecke. Ach, ihr wieder. Wir sind gar nicht in den Tiefen. Seid ihr bis hier hochgekommen, ihr Viecher? Okay, auf der anderen Seite scheint wohl auch ein Kampf auf stattzufinden. Egal. Das schaffen die zu dritt schon. Wenn ich mir diesen Beutel angucke. Natürlich. Mikas Glücksruf. Neue Quest, Glücksbringer. Yep, der kriegt sein Schmuckstück zurück, wenn wir nächstes Mal in Marinthian sind. Da ja ein Questmarker dann über ihm ist, ist das alles kein Problem. Wow. Ist schon wieder Teil der Zwergenruinen. Tja, so stark sieht das gar nicht nach Ruinen aus. Ist ein bisschen eingebrochen, aber das ist nur minimal. Ja, die tiefen Wege. Mit dunkler Brut. Oh oh. Wen haben wir denn da? Okay. Wir sollten ihr vielleicht helfen. Der guten alten Sigrun. Dem wir alle angreifen und einer von denen holt mal den Hörnerpfeifer einfach weg. Ich weiß nicht, ob sie bemerkt, dass sie ihm keinen Schaden macht. Achso, sie greift ihn gar nicht an. Super. Bam, bam, bam. Der Bär rennt auch mal ein bisschen durch die Gegend. Und weiter geht's mit dir. Guter alter Hörlock-Alpha hier. Überhaupt keine Chance. Und Sigrun. Oh, das war knapp. Für eine Sekunde dachte ich, ich würde mich tatsächlich der Legion der Toten anschließen. Legion der Toten kennen wir schon. Sie ist Zwergin. Geht es euch gut? Ich habe mir vielleicht eine Rippe gebrochen, aber das ist schwer zu sagen. Mir tut alles weh. Braucht ihr Hilfe? Nein. Nein, ich komme schon klar. Ich muss nur kurz durchatmen. Wie auch immer, mir fehlt leider die Zeit für lange Plaudereien. Ich sollte wohl wieder zurückgehen, so töricht das auch klingen mag. Und nachsehen, ob ich noch etwas tun kann. Wohin? Es geht um die alte Festung Kalhirol. Irgendetwas geht dort vor sich. Ich glaube, die dunkle Brut züchtet eine Armee heran. Oh. Die Legion wollte das untersuchen. Aber wir waren Kalhirol nicht gewachsen. Es war ein Massaker. Und jetzt bin nur noch ich übrig. Das ist wirklich schrecklich. Die dunkle Brut hat sich verändert. Diese Kreaturen sind raffiniert geworden. Sie haben die Legion zerschlagen. Ich habe gesehen, wie sie einige der Frauen verschleppt haben und danach stand mir überhaupt nicht der Sinn. Das war eine kluge Entscheidung. Es gibt vieles, was schlimmer ist als der Tod. Aber Tag und Nacht nur dunkle Brut zu gebären, ist vermutlich das Grauenhafteste von allem. Mhm. Aber wenn die dunkle Brut wirklich eine Armee heranzüchtet, dann kann ich nicht hierbleiben. Ich muss etwas unternehmen. Ich bin ein grauer Wächter, auf dem Weg nach Kalhirol. Ah, wie praktisch. Da müssen die Ahnen ihre Hand im Spiel haben. Ich zeige euch den Weg nach Kalhirol. Je mehr wir sind, desto sicherer ist es. Richtig? Ja, kommt gerne mit. Sehr gut. Mit eurer Hilfe ist es nicht länger unmöglich, dieses Nest zu zerstören, sondern nur noch unwahrscheinlich. Oh, ihr seid also eine Optimistin. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Kalhirol erwartet uns und wenn man die dunkle Brut sich selbst überlässt, kommt sie auf allerlei merkwürdige Ideen. So mag es sein. Und ich will Sigrun nicht mitnehmen. So, fertig. Warum sollte ich Sigrun mitnehmen? Sie ist auch eine Kriegerin, glaube ich. Von daher... Oh Moment, es geht hier weiter. Direkt nach Kalhirol. Ogrin dabei gehabt zu haben, wäre vielleicht besser gewesen. Aber sie sind nicht so hilfreich im Kampf und sie können keine Truhen öffnen, die Zwerge, also... Muss das nicht sein. Eine Aussicht...
Ihr seid aus eurem Zirkel geflohen, richtig? Mehr als einmal. Aber über mein Phylakterion haben sie mich immer wieder gefunden. Nicht, dass es mir viel ausgemacht hätte, geschnappt zu werden. Sie haben immer dieselbe Templerin geschickt, um mich wieder einzufangen. Vielleicht hat sie aber auch um den Auftrag gebeten. Ich hoffe, es war so. Auf unseren langen Reisen zurück zum Turm. Ich in Ketten, sie stumm vor sich hinstarrend, hat es zwischen uns richtig geknistert. Ihr seid mehrfach vor eurem Zirkel geflohen? Nur wegen einer Frau? Nun ja, nicht wegen ihr. Aber durch sie hat es einfach viel mehr Spaß gemacht, mich wieder einfangen zu lassen. So bin ich eben. Ich versuche, die Dinge positiv zu sehen. Ist doch nichts Schlechtes, würde ich mal sagen. So, hier haben wir unsere Aussicht. Das ist es also. Sieht nach einer richtigen Stadt aus, ich habe so etwas immer noch nie zuvor gesehen. Es ist überwältigend. Dagegen sieht Denerim schon fast schäbig aus. So ist das wohl. Die Zwerge wissen einfach, wie man Sachen baut. Das war schon immer so. Aber Yuka? Oh je. Ist da? Ich bin ein grauer Wächter, ich kann euch helfen. Nein. Ich fühle meinen Tod kommen. Es ist eine Befreiung. Ihr müsst mir zuhören. Die Brutmütter, sie gebären. Oh je. Ich habe eine Armee gesehen. Ihr müsst sie aufhalten, aber seht euch vor den Kindern vor. Sie sind Abscheulichkeiten, selbst für die dunkle Brut. Oh oh, das klingt echt nicht gut. Vergebt mir. Ich sei vergeben und da ist er dort. Also, verstehe ich das richtig? Es gibt die Brutmütter und irgendwelche Kinder. Und wir müssen sie aufhalten? Fantastisch. Oh, super. Das hast du echt gut mitbekommen. Anders. Hallöchen, ihr Leute. Ich würde mal sagen, wir ziehen uns alle ein bisschen zurück. Während wir einen Feuerball werfen. Natürlich. Und da kommt auch schon der nächste Feuerball. Ja. Und dann kommt hier so eine ganze Feuerbrunst. Und dazu noch mehr. Hey, wir werden auch von hinten angegriffen von Greichern. Das ist doch wunderbar. Können wir mal zeigen, was wir drauf haben. Bin ich in dem ganzen Gemenge hier? Ja, einer von den Kreichern kann erstmal gleich draufgehen. Klappt natürlich so selten. Na gut. Dann greifen wir jetzt erstmal alle den Alpha an. Von mir aus. Des Todes. Velana steht da irgendwie genau in der Gefahrenzone. Und sollte sich mal... Ach, so können wir gleich die ganze Gruppe heilen. Und dann den Fluch des Todes auf sie lasten. Klingt auch nicht schlecht. Dann kann man die Waffen hier kurz wechseln. Einen tödlichen Schlag verursachen. Yay, Abstürzung. Spaß. Spannung. Spiele. Alles. Naja, können wir uns diesmal ein bisschen besser positionieren. Kein Arcana Bolzen, was denkt er sich denn dabei? Also wirklich. Wenn ihr darauf besteht. Erstmal nur verhindern, dass sie da durchkommen. So. Kann sie noch so einen Flammensturm dann dahinterher bringen, während wir uns hier um die Kreischer kümmern. Schon
Daniel sollte sich vielleicht ein Stück wegbewegen. Sind es... Wo ist der andere Kreischein? Ist der tot? Naja. Pieksen wir den mal. Diesmal hat es auch geklappt. Wunderschön.